Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Und ich kann es nicht glauben, dass ich es schon wieder tue. The Purist. Ja, irgendwann muss die Challenge ja auch mal gemacht werden. Und ich kriege mal gleich wieder Schaden von einer Fliege. Und mich kitzelt meine Nase. Und das zu Beginn des Runs, das ist nicht gut. Das ist ein schlechtes Omen. Oh, das war auch klar. Dass ich natürlich den Geheimraum nicht sofort finde. So. Das Wichtigste, was wir jetzt mal vorhätten, wäre ein bisschen Damage zu bekommen. Das wäre sehr nett vom Spiel, aber ich kenne es... Ja, wir bekommen Damage. Das stimmt, ja. Ich meine, ich möchte Damage-Items haben. Ich möchte keinen Damage bekommen. Ja. Und ein Schlüssel wäre auch richtig nett. Nö. Warum auch? So. Da unten haben wir noch einen kleinen Gang. Wahrscheinlich auch nur noch einen Raum. So, du kannst gleich mal da drin stehen bleiben. Sehr nett von dir. Möchtest du dich vielleicht auch noch irgendwo so in eine Ecke stellen? So. Schlüssel. Das heißt, wir können zumindest schon mal die Truhe, glaube ich, mitnehmen. Die war ja nicht in irgendwelchen Steinen drin. Also wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber ja. So, geh du erstmal sterben. Dam, da, dam. Na, komm schon. Noch ein Schlüssel. Ja, eine Bombe wäre auch recht gewesen. Aber wenn der Geheimraum nicht an der Stelle ist, wo soll er denn dann sonst sein? Neben dem Shop? Ja, ne? Wow. Das war doch mal eine nette Kiste. Okay. Mehr können wir hier eh nicht machen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Monstro eine mitgeben. Ich hoffe mal, das gelingt uns auch ein bisschen. Und wenn ihr euch den Damage so ansieht, es ist nun mal Isaac. Ja, da könnte auf alle Fälle noch was drin sein. Also muss auch. Wir müssen wirklich gucken, dass wir hier an Damage-Items und an HP-Upgrades rankommen. Ja, oh, aua. Mistiges Ding. Ja, ist gut. Ja, hör doch jetzt auf. Sieh dem Tod einfach ins Gesicht. Oh, was ist denn jetzt los, du? Oh Mann, ein Range-Upgrade. Ja, okay. Ja, nicht das Beste, aber... Ich muss es mitnehmen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Das wäre es für The Purist noch den Würfel. Dann wäre das Ganze noch ein bisschen erträglicher. Aber so... Oh, ich weiß ja nicht, du... Nee. So, Item. Noch mehr Range. Okay. Zwei Range-Upgrades. Als nächstes hätte ich gerne bitte Damage oder Tears Up. Na, komm her. Ja, dankeschön. So, da hätten wir zumindest schon mal den Boss. Wenn ich jetzt natürlich ein ganzes Herz aus dem Raum kriegen würde, dann würde ich auch den Raum mitnehmen. Oder ein bisschen Geld. Ja, okay. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Herz, das wir denn mitnehmen können. Denn ich muss mich auch an diesen kleinen Strohhalm klammern, dass wir da drin vielleicht Items bekommen. Oh, hätten wir die und die. Eine Bombe. Das ist schon mal nicht schlecht. Hallöchen. Aber bei dir wäre es natürlich auch interessant zu zocken. Ja, ne? Oh, wie man es macht, es ist falsch. Ah. Bömpchen. Ein Bömpchen zum Mitnehmen, bitte. Das heißt vielleicht gleich mal gucken. Hier. Und wir finden einen Zockerautomat, den ich, auch wenn es weh tut, gleich mal in die Luft sprengen werde für eine Pille. Böse Pille? Tears down. Spitze. Das ist The Purist. Yeah. Ach ja. Den Run kann ich doch eigentlich schon wieder vergessen. Und vor allem, wenn ich hier... Na.
So, Karte. Der Hierophant. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich könnte natürlich das Ganze jetzt so machen, dass ich sage, ich nehme die zwei Seelenherzen, gehe hier rein. Und bekomme die Papstmütze. Das hätte sich doch schon mal so ein bisschen gelohnt. So, das heißt, wir gehen jetzt zum Boss. Und bekommen Famen. Das heißt, einen Cube of Meat. Das ist kein Damage-Up. Das ist kein HP-Upgrade. Das ist gar nichts. Genau, charge du mal ein bisschen rum. Deine Fliegen kannst du heute mal behalten. Die möchte ich nicht haben. Oh, oh, der war knapp. Er charge schon wieder so ein bisschen nach oben. Nein, keine Fliegen. Du hättest die jetzt aber auch kaputt machen können. Genauso. Oh, wie gut, dass ich ihn im Moment treffen kann. So. Jawohl. Noch mehr. Nein. Wenn es geht, nicht treffen lassen. Oh, die eine Fliege, Gott sei Dank, ist die jetzt kaputt. So, dann stellen wir uns mal hier nach unten. Boah. Ich wollte doch noch spenden. Ja, ist gut jetzt. So, mitnehmen. Mitnehmen. Das war wahrscheinlich der von gerade eben. Okay, da gibt es nichts mehr. Ja, ich werde es jetzt probieren, bis auf ein halbes Herz zu spenden. Ne? In der Hoffnung, von ihm ein Item zu bekommen. Eine Pille? Noch eine Pille? Full Health. Zauber. Und das Safety Cap. Lockdown. Wow. Der Burn Penny. Nee, da nehme ich mir lieber das Safety Cap mit. Und jetzt ist es soweit, dass ich doch noch in den Shop gehen darf, weil ich hier wieder alles verzockt habe. Wow, und hier ist die Pillentasche. Okay, das mitnehmen. Das mitnehmen. Die Stärke. Okay. Schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass uns dieser nette Bettler. Er war gar nicht nett. Vielleicht noch ein Item gibt, aber ja, wie man es möchte, so kommt es nicht. Wir gehen einfach mal in die nächste Ebene. Und ich hoffe mal, dass wir unsere Herzen relativ zügig wieder auffüllen können. Und haben Curse of the Labyrinth. So, da bräuchte ich zwei Bomben, die ich nicht habe. Eine Pille. So, einmal hier durch. So. Ja, das war schon mal sehr gut. Ich lasse mich hier wieder von den Fliegen töten, ne? Kiste. Schlüssel, Pille. Range Up. Ja, warum nicht noch mehr? Wir haben ja nicht erst zweimal Range Up bekommen. Ach ja. Das heißt, das ist jetzt das dritte Range-Up in dem Run. Die Schuhe, die Hose und dann die Pille, ne? So, kommt mal her jetzt. So, zumindest mal wieder ein halbes Herz. Sollte vielleicht zuerst mal die chargenden Biester hier machen. Dankeschön. Boah, ihr mit euren Fliegen. Ihr seid so lästig. So, komm her. Okay. Hätten wir dich. Und dann einmal hier drauf. Nein.
Wenn die nicht immer weglaufen würden. So. Nein. Muss jetzt nicht sein. Nicht jetzt im Moment, wo ich eh so wenig Herzen habe. Ein Zockerautomat. Klasse. Oh, komm schon. Einer nach dem anderen. Jeder wird bedient. Da waren es nur noch zwei. Oh, jetzt noch der Champion. Und ich lasse mich treffen. Ach nö. So, komm mal. Zack. Genau, da stehen bleiben. Da bitte stehen bleiben. Da stehst du gut. Boah. Da hat mich mein Cube of Meat mal wieder vor Schaden bewahrt. Oh ja, klasse. So, die nehmen wir natürlich gleich mit. Münze. The Sad Onion. Nice. Zumindest mal Tiers ab. Jetzt muss ich mit nur noch irgendwie wieder mal meine Herzen hier ein bisschen auffüllen. Das wäre gut. Kiste. Pille. Bad Gas. So viel dazu. Oh, wenn es geht, hier nicht unbedingt Schaden nehmen. So mal ein bisschen umkreisen das Ganze hier. Kiste. Pinky Eye. Naja, Pillen sind in meinen Augen doch im Moment ein bisschen besser. So. Fliegen und jetzt noch die Würmchen. Für einen Schlüssel. Okay. Was hätten wir hier ganz oben? Den Boss. Zwei Schlüssel. Mhm. Erstmal den hier. Ja. War das nicht eine Full Health Pille? Nee, Range Up. Wieder mal. Mhm. Eine Full Health Pille hätte mir jetzt im Moment besser gefallen, aber. Ja, was wollen wir machen? 1,5 Herzen. Und schon so viele Räume mitgenommen und da war nichts an Herzen. Boah. Das war dann doch ein bisschen knapp. So. Und du noch. Na komm schon. Pille. I found pills. Du schon wieder. So, wir gucken jetzt erstmal mit unserer einzigen Bob. Nee, hier haben wir doch schon geguckt, oder? Wie sieht's denn hier aus? Nichts. Okay. Oder? Nee, hier hatten wir auch noch nicht geguckt. Das ist jetzt ärgerlich. Wow, wow, wow. Die Fliege, die hat gerade wieder ein bisschen Extreme gehabt. Oh. Geht doch. Oh, endlich mal wieder ein Herz. Boah, der Raum möchte mir nicht gefallen mit den Stacheln.
Oh. Na komm. Boah, wie viele Schlüssel, wenn ich denn wenigstens die Kisten dazu hätte. Aber nö. Wow, wow, wow. So, einmal hier lang. Nicht an den Ecken festhängen. Das kommt nicht gut. Wow. Wow. So langsam werden unsere Herzen wieder ein bisschen mehr. Wenn ich halt im Moment mal ein bisschen Bomben finden würde, das würde mir schon helfen, dann, ja, könnte ich zum Beispiel auch die mitnehmen. Aber ich glaube, das Spiel möchte dies nicht. So, ganz vorsichtig. Möchte vielleicht mal einer von euch sterben? Dankeschön. So. Weiter geht's. Oh, ein bisschen aufpassen. Ein bisschen aufpassen. Okay. Was hätten wir denn hier unten? Oh, lauter Doppelfliegen. Oh, wohin? Oh, danke Cube of Meat. Hoho. Das war dann doch ein bisschen knapp. Aber gerade so durchgemogelten Blutspendeautomat. Na, klasse. Und ich habe ja so viele Herzen, die ich spenden kann. Da wäre jetzt eine Full Health Pille nice. Ne, Matchstick. Klar, ich würde eventuell... Oder ich habe eine größere Chance auf Bomben. Aber ich möchte im Moment bei meinen Pillen bleiben. Denn Pillen sind für mich im Moment so ein bisschen der Ausgleich zu den fehlenden Itemräumen. Okay, dann hätten wir das. Hier oben haben wir noch was. Na komm. War ja klar. Die Frage ist natürlich, wo ist dieser Geheimraum? Wenn ich den natürlich finden würde, dann könnte ich auch in den Shop. Und wer weiß, vielleicht gäbe es da sowas wie die Kerze. Die Kerze für Sepurus, das wäre richtig OP. Da hätte ich dann auch eine reelle Chance, das Ganze fertig zu machen. Aber so wie im Moment, nö. Super. Das wird jetzt wahrscheinlich... Oh, Hallöchen. Und ich habe nur eine Bombe. In den Shop und gucken, ob da eine zweite Bombe ist. Zumindest den blauen Stein mitnehmen. Wenn mir natürlich der Bettler nichts mehr gibt, kann ich es auch nicht ändern. 5 Münzen. Jo. Nehme ich mit. Wobei ich es natürlich auch riskiere, aber... In dem blauen Stein könnte hier... Vielleicht kriege ich aus dem blauen Stein wieder eine Bombe raus. Aber in dem blauen Stein könnte eben der Small Rock drin sein. Ich gucke jetzt erstmal, was in dem blauen Stein drin ist. Reicht das? Jawoll! Her damit! So, und die 3 Münzen bekommst du noch für 2 Bomben. Oder für ein Item. Oder für nichts. Ja, das ist jetzt schon mal ein kleiner Anfang. Klar, ich bin jetzt wieder ein bisschen langsamer geworden. Sehr langsam. Aber, ja, ne? Falsch. Aber das Damage-Upgrade tut mir schon mal gut. Der Weg, er war so weit. Wenn ich natürlich jetzt noch ein, zwei Speed-Up-Pillen finden würde, es wär auch gut. Oh Gott. Ich erhoffe mir schon wieder zu viel von dem Run. Aber ja. Wir probieren es einfach. Mehr als in die Hose gehen kann es eh nicht.
Ach nee, nicht Chat. Okay, ich krieg da ein paar Herzen, aber das ist doch auch wieder kein Item, was man braucht. Oh. Aua. Ah. Jetzt nur nicht sterben an dem. Oh. Ja, ja, ist schon gut. Ist schon gut. Oh. Für den Boss ist es doch ein bisschen doof, so langsam zu sein. Aber nur ein klein wenig. Na komm schon. Oh, mal wieder ein bisschen Abstand kriegen. So, jetzt geh sterben. Dankeschön. So, wir bekommen Little Chat. Das heißt, ab und an mal ein Herz und gehen mal gleich weiter zum nächsten Boss. Und es ist Gertie. Und da bin ich ja echt schon mal überlegen, ob ich nicht meine... Nee. Nein. Ich sollte vielleicht mal den einen Knubbel hier wegmachen. Oh nein. Da dachte ich, ich kann mich durchmogeln. Oh, ein halbes Herz. Die musste ich jetzt zünden. Und zwar genau aus dem Grund. Weil ich mich gerade schon wieder für Gertie viel zu doof anstelle. Was anderes ist das nicht. So. So, da haben wir unser Speed-Upgrade, das ist auch schon mal gut und ab in die nächste Ebene. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie weit musste ich denn eigentlich in The Purist? Bis zu Isaac? Kann das? Wow, 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 wow. Boah, ihr hässlichen kleinen Biester. Ihr hässlichen kleinen Biester. Wow, der war ein bisschen knapp. Wow, 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 wow. So, dich würde ich gerne mitnehmen. Nice. Wow, 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 wow. So. Dann dich, komm schon. Boah. Herzen, Herzen. Okay, das Seelenherz lasse ich mal liegen. Ach du Schande. Meine Moneten. Boah, jetzt hing ich hier wieder am Stein fest. Boah, ist das ärgerlich. Wo ist denn hier mein Damage? Ich habe doch Damage Upgrade bekommen. Wow. Von so vielen Münzen auf so wenige runter. Naja. Soll auch vorkommen. dich hätte ich gerne. Eine Full Health Pille. Sauber. Wow, wow, wow. Nicht schon wieder. So. Kommt. Ja, ihr kommt natürlich so weit. Oh Mann, ist das mies. Ist das mies. Ich glaube, die Full Health Pille darf ich früher nehmen, als ich eigentlich will. So. Ja.
Also wenn ich hier jetzt keins bekomme, doch ein halbes. Boah. Wow, wow, wow. So ein bisschen die Range ausnutzen. Boah. Der war aggressiv. Oh Gott. Ach ja. Alles klar. Alles klar. Ich nehme die vorsichtshalber mal. Genau aus dem Grund. Boah, ihr seid doch wahnsinnig, in so einem Raum so viele von den Gegnern reinzupacken. Hm. Ja, Leute, das war der nächste Versuch mit The Purist. Aber der Raum war, Entschuldigung, wenn ich sage, der war wirklich beschissen. Ich nehme das Wort jetzt einfach in meinen Mund. Und wir sehen uns dann die nächste Folge wieder zu einem normalen Run, wenn es heißt, wir versuchen wieder ein bisschen The Binding of Isaac zu spielen.